Der fünfte Tag und es ist geschafft, es ist vollbracht. Super. 5 mal 5 Uhr. Was für eine Sache. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich schon sogar ein bisschen gefühltermaßen dran gewöhnt. Aber nur so ein bisschen. Morgens sieht das immer ein bisschen anders aus. Kurz zum heutigen Tag. Kurz vor 5 ging der Wecker. Um 5 aufgestanden. Hat nicht so gut wie gestern geklappt, weil ich gestern Abend wirklich mal ein bisschen später noch ins Bett bin, statt so kurz vor 10, diesmal so 22:45, 10:30. Und das merkt man sofort morgens. Also das rächt sich. Man muss wirklich so die Zeit zwischen 9:30 und 10, das wäre jetzt mein Optimum gewesen, ins Auge fassen. Was ich heute erzählen will, ist einfach mal, warum ich das gemacht habe. Einerseits habe ich vor einem guten Dreivierteljahr das Buch von Hal Elrod, Miracle Morning, gelesen, was ja so ein bisschen anders an die Sache herangeht. Das habe ich ja gestern im Vlog erzählt. Aber vom Grundsatz her ist es auch so, da geht es, das ist ja die eigentliche Sache, um dieses früh morgens Aufstehen. Und ich habe mir einfach gesagt, das hat damals so gut geklappt mit dem jeden Tag einen Vlog machen, dann muss es doch auch mal eine Sache geben, so die persönliche Haltung, das persönliche Lebensumfeld einfach mal ändert. Es waren jetzt nur 5 Tage und da war die Intention im Gegensatz zum Buch eine völlig andere. Da ging es jetzt wirklich darum, richtig in der Zeit mal was wegzuschaffen und wegzupowern. Also das war nicht dieses mit Meditation morgens und Lesen, sondern das habe ich dann abends eher gemacht. Aber es ging wirklich darum, den Tag optimal zu nutzen und so ein paar auch Säulen aufzubauen und Grundsätze, weil die brauche ich zurzeit, um dann in den kommenden Monaten, da wird es dann ein bisschen anstrengender in der Company, einfach effizienter zu arbeiten. Und da braucht man einfach mal eine Zeit, um diverse Workflows einzurichten, um einfach in das Fahrwasser reinzukommen. Und da braucht man einfach viel Zeit für. Und das Tagesgeschäft muss trotzdem erledigt werden. Und das ist eigentlich die schöne Sache an dem Ganzen. Ich habe gemerkt, man bekommt das morgens zwischen, ja, ich sag jetzt mal 8:30 bis 8:30, 9:00 weggearbeitet. Dann wird es ein bisschen heftig auch bei mir. Dann hat man so ein kleines Tief zwischen 9 und 10 Uhr. Da muss man dann irgendwas Praktisches machen. Nicht so kreativ, aber das kriegt man auch hin. Und dann kommt so eine Phase, wo man dann so richtig kreativ was machen kann. Und das hat sich jetzt wirklich ausgezahlt. Ich bin jetzt auch momentan in so einem Drive, dass ich schon fast sagen könnte, ich mache das jetzt weiter. Geht nur familiär nicht, weil man natürlich morgens auch jeden irgendwie wach macht. Ja, das ist natürlich ganz klar. Man ist da nicht allein in der Wohnung und dann reißt man den anderen im Grunde genommen auch mit in dieses Projekt, ob der das jetzt will oder nicht. Wach wird er alle Male und dann wieder einschlafen, das weiß jeder, ist nicht so einfach. Ja, mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall, dieses 5 mal 5 Uhr, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Da wird es noch mal eine Phase geben, wo ich das vielleicht noch mal machen kann. Dann werde ich eine Season 2 zu dem Thema machen. Dann weiß ich auch so ein bisschen, was man besser machen muss. Ja, das ist so ein bisschen meine Erkenntnis aus dem ganzen Projekt. Mich würden eure Erfahrungen interessieren. Bitte einfach mal in die Kommentarbereiche. Gibt es andere Dinge, wo ihr so einen persönlichen Change hingelegt habt? Mir ist das klar, 5 Tage ist jetzt nichts. Man müsste das wirklich 25, 30 Tage lang machen, um so richtig in den Gewohnheitsprozess einzusteigen. Ja, aber gibt es solche Projekte, die ihr selber für euch durchgezogen habt? Das war für mich einfach auch wichtig, mal so als Selbstständiger zu sagen, ich nehme das jetzt selber in die Hand, ich ändere was, um zu sehen, ob ich das so hinbekomme. Ja, gute Zeit und bis zur nächsten Vlog-Folge. Ciao.